Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge sind wir von Sektor 5 von oben nach unten gefallen, in den unteren Sektor, sind in der Kirche gelandet, auf den Blumen von Aeris und haben Aeris wieder getroffen. Dann haben wir angefangen, sie zu beschützen, denn die Turks kamen mit einem meiner Lieblingscharakteren, Reno. Ich habe keine Ahnung, wieso ich den Typen so sehr mag. Keine Ahnung, der ist cool. Ja, und heute geht's weiter mit Aeris. Sie wird jetzt unserem Team beitreten und damit haben wir jemand ganz Besonderen im Team. Gruppe beigetreten. Ja! Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Wir haben eine Heilerin. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Das ist die Turks-Musik. Die ist cool. Wir gehen mal hier entlang. Ich weiß nicht, wo ich zuerst lang will. Cloud, wo willst du hin? Zuerst in die falsche Richtung, wie ich es immer tue. Um zu gucken, was da ist. Mädel, guckst du bei den Let's Plays nicht? Ich hab's ja gesagt! Was? wie süß. Das war's! Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. So, gucken wir mal, was die Aeris alles so hat. Aeris. Du hast Materia Gebet. Gebet anwenden. Heileffekt winzig. Ermöglicht den Einsatz der Fähigkeit Gebet, mit der die TP aller Gruppenmitglieder geheilt werden können. Vision. Limit Vision anwendbar. Hä? Ermöglicht den Einsatz des Limits Vision. Kann nur einmal während eines Kampfes eingesetzt werden. Und Frost. Was zur Hölle ist Vision? Seltsam. Ist das vielleicht ihre Materie, die so unnütz ist? Wer weiß. Aber ich freue mich endlich mal wieder neue Kreaturen zu sehen. Nicht immer wieder dieselben. Das ist auch das Coole so an Final Fantasy Spielen, dass es immer wieder neue Gegner gibt. Nicht immer dieselben. Guck mal, wer humpelt denn da durch die Gegend? Hast du verfehlt? Haha. So, kriegst noch einen Mutangriff. Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Das kleine Ding ist ein Igelfloh. Das ist ein seltsamer Name. Ein Floh ist eigentlich klein und nicht so groß. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Das ist der Hubschrauber der Turks. Ja, und du? Hä? Ach so. Hab's gesehen. Die Musik der Türks ist so cool. Was glauben diese Terroristen? Wie viel Arbeit es war, diesen Reaktor zu bauen? Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig! Ich bitte Sie! Hey, was ist denn jetzt? Druck mal kurz! Sei ruhig! Nicht so laut! Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf.
Hey, weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein, leider nicht. Verstehe. Guck mal, das sind die Sonnen. Einfach so eine Explosion auszulösen. Was ist? Und jetzt, Eris? Glaube ich, dass wir einfach einsteigen können. Noch etwas Geduld. Was ist mit der Gleisinfo? Kommt von oben keine Unterstützung? Vermutlich nicht. Vor allem die Gleise müssen die nicht eigentlich auch nach oben führen? Aber ich finde die Stadt so cool. Wieso gibt's sowas nicht in echt? Ich bin in der falschen Zeit geboren, Leute, ganz ehrlich. Hier alles in die Luft zu sprengen. So eine Stadt wäre richtig cool. Da würde ich liebend gerne leben. Eine Stadt, die im Himmel ist. Und unter der Stadt noch eine Stadt. Ich würde den ganzen Tag nur durch die Gegend laufen. Hallo? Da fühlt man sich gleich wie zu Hause. Hin und wieder bekomme ich Heißhunger. Das Einzige, was ich oben auf der Platte vermisse. Kate Sifs Team. Cool. Ich wusste, dass es mir das bekannt vorkam. Dieser Duft. Da fühlt ordentlich Zucker und ordentlich Fett. Das macht Sinn. Da kommen wir leider nicht vorbei. Hm? Warte. Bereit zum Ausstieg. Vorbereitung. Fertig. Formation. Nee, das ist der Hubschrauber von Shinra. Aber da sind die Turks drin, ja. Der ist auch cool. Und los! Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh, da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Es ist so schön, die alten Charaktere zu sehen. Es ist wie so ein Klassentreffen. Deswegen liebe ich so Remakes. Remakes sind immer wie so ein Klassentreffen. Man trifft einfach die alten Charaktere wieder aus seiner Kindheit. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Genug. Oh, wir sind so schnell am Arsch. Easy. Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Na, komm, kleine Allesfresser. Das war's. So, machen wir den Schwertsturm. Das sollte reichen. Der Schwertsturm ist einfach so stark, vor allem mit meinem Magieschwert. So, links oder rechts? Habe ich eine Karte? Es führt beides irgendwo hin. Aber ich glaube, links führt in eine Sackgasse. Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Das ist genau da, wo ich hin möchte, Mädel. Aber irgendwas wartet hier auf uns. Oder? Oder müssen wir später hierher? So seltsam, hier ist einfach nichts. Also wirklich nichts, es ist wirklich eine Sackgasse. Ohne irgendwas. Ohne Loot oder gar nichts. Hm. Aha. Gesundheit, Zero. Danke, Zero. So eine Scheiße, ey. Na gut, dann laufen wir zurück. Seht ihr? Ich reagiere allergisch auf Verarsche. Ich habe mich gerade verarscht gefühlt. Deswegen habe ich genießt. Habt ihr auch manchmal das Bedürfnis zu sagen, genossen? Ich habe genossen. Ja, da gehe ich gleich lang. Warte kurz eine Sekunde. Da, Shinra. Das ist das Symbol für Shinra. Das weiß ich. Aber wir werden wahrscheinlich runterfallen oder irgendwas wird da passieren. Oder sind wir in der Sackgasse? Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt?
Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herumlaufen können. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Mit dem hier vielleicht? Ja, klar, Cloud. Du kannst das schieben. Das hat nicht mehr Räder. Willst du mich verarschen? Doch, das hat Räder. Ich sehe es gerade. Oh, es hat Räder. Sehe ich gerade hier an dem linken Ding. Ich dachte, das steht da einfach nur so rum. Es sind Mülleimer. Und hier geht's zur Sackgasse, oder? Ah, hier sind wir da, okay. Dann müssen wir uns aber da hinten nochmal kurz umschauen, weil hier wird alles untersucht. Ich werde nichts vergessen. Die Kirche habe ich immer noch im Auge. Ich weiß nur nicht, wann wir da zurückkommen hin. Oh, die Türk-Musik, so cool. Momentchen, was sehe ich da auf der Karte? Da ist irgendwas. Ach so. Aber da kommen wir nicht hin. Oder da werden wir noch hinkommen. Was zum... Heile mich mal lieber. Was ist denn los mit dir, Mädel? Ich laufe hier die ganze Zeit lo durch die Gegend in der Hoffnung, dass du mich heilst. Los geht's. Oh, ist ja schon tot. War das eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. sie ist halt auch eine Magierin, ne? Muss man dazu sagen. Das nächste Mal in der nächsten Runde spiele ich sie und dann heile ich mich. Kackendreist. Geht das hier hoch? Hier ist der richtige Weg. Wir wollen aber den falschen Weg gehen. Und zwar hier lang, ganz genau. Wie easy der das macht. Ich wäre nach 2-3 Stück runtergefallen. Schwarzreif. Was haben wir denn da? Ausrüstung, Materia, Eris. Guck mal, da haben wir sogar noch Sachen, die du tragen könntest. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Oh. Sehr gut. Ist sehr, sehr gut, wenn man einen Charakter hat, der heiler ist und im Hintergrund wirkt. Und hier haben wir einen Schwarzreif bekommen, ja. Uff. Oh, 3 Materia-Slots. War dafür nichts an Verteidigung. Und als Heilerin braucht man Verteidigung. So, gleich sind wir da. Wo auch immer da ist. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt hinwollen. Das ist das Zentrum der Slums. Das ist oder das war? Das ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also, keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Oh, ich würde alles für dich lecken. So. Dann gehen wir mal hier entlang. Die Frage ist, hat sie überhaupt eine Mutter? Kann das überhaupt sein? Wenn ja, dann hat die Roboter ein kleines Problemchen. Wahrscheinlich werden wir sie nicht dann treffen.
Bleib zurück. Okay. Im Traum nicht ein. Aerith kann Magie mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du im Kampf Viereck gedrückt hältst, führt sie eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Alles klar. Jep, 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 jep. Oh, wie cool. Ausgewichen. Okay, pass auf. Nein, ich will dich angreifen. Fähigkeiten. Subspirit entzieht dem Gegner MP verstärkt Wirkung bei Gegnern im Schockzustand. Angriffsmagie. Innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Gebet. Okay, probieren wir es mal. Oh, nicht schlecht. Du schaffst das schon. Ich mach das. Genug. Bei längeren Kämpfen kann man das öfters einsetzen. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. So, wir kamen von da, ne? Dann gehen wir mal ganz kurz hier entlang. Wo sind wir jetzt? Schon wieder so ganz komisch, ne? Was hat es mit diesen Plattformen hier auf sich? Sieht aus, als würde hier jemand leben. Aber es gibt ein. Es gibt diese Sackgasse und diese Sackgasse. Also die andere Sackgasse und diese Sackgasse. Und beide ergeben einfach keinen Sinn. Seltsam. Wirklich seltsam. Ja gut, gehen wir den anderen Weg. Vielleicht wird sich das eines Tages aufklären, aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob wir jemals hierher zurückkommen können. Das sind irgendwelche Maschinen. Sind das so eine Aufräummaschine? Die haben Zangen? Das sind doch Bagger, oder nicht? Ja gut, kippst da immer mit dem um, ist vorbei. Also du, solange er nicht vorwärts umkippt, ist alles in Ordnung. Sollte er aber vorwärts umkippen, hast du ein Problem. Sag bloß, hier ist noch eine Sackgasse, die keinen Sinn macht. Verschlossen. Wir kommen hier auf jeden Fall zurück. Was ist das für ein Symbol? Das erinnert mich ein bisschen an den Golddigger. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall hierher zurück. Und auch zur Kirche. Vorbei am Tor. Was zum? Was? Ein Smogger? Wie süß. Da fällt mir ein, ich muss, auf jeden Fall, na. Weiß schon Bescheid. Hier. Mein. Analysieren wieder reinmachen. Stimmt. So, das war's. Es ist vorbei! Ich glaube, der wollte mich einschläfern. Nee, er hat mich vergiftet, der Sack. Jetzt läuft er in sein Gift rein und freut sich ein Keks. Weißt du was? Du kriegst Feuer ab. Brenne! Nee, Blitz wird wahrscheinlich nichts bringen. Es wird heiß! Keine große Sache. Selbstzerstörung? Okay. Werde ich vergiftet, wenn ich da jetzt reinrenne? Nee. Das war ja ein seltsames Viech. So, da ist unser Ziel. Okay, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Nee, das ist unser Ziel, hä? War das auch unser Ziel? Bleib lieber hinter mir. Was ist denn nun los? Wo kommst du denn her? Wie er mich trotzdem getroffen hat, der Sack. Neuer Na gut. Komm schon. Muss das beenden. Los geht's. Wo zielst du denn hin? Ist da auch irgendwas? Ich weiß nicht. Oh, ich sitze auf jeden Fall ein bisschen. Oh, Gebet braucht zwei. Na gut, bis dahin ist er tot, ne? Ja.
Halte drei gedrückte magische Kraft zu akkumulieren und loszulassen. Halte Dreieck gedrückt, um magische Kraft zu akkumulieren und durch Loslassen der Taste eine besonders mächtige Magie namens Sturm zu entfesseln. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mächtiger wird Sturm. So kannst du je nach Kampflage kurze Angriffe in schneller Folge oder einen verheerenden Angriff mit viel Kraft entfesseln. Ja, das ist cool. Ich muss mir mehr Mühe geben. Ja, und ich muss mich jetzt kurz heilen. Bevor irgendwie aus dem Nichts wieder was kommt. So. Früher war das ganz schön, du konntest halt die Charaktere wirklich mit Magie innerhalb dieser Laufsequenzen heilen. Wer wagt es? Schon wieder? Los! Was ist denn los mit euch? Das war's dann. Das hat geklappt. Man hat hier echt nicht unendlich Zeit. Hier kommen wir mal wieder. Wir kommen langsam ins richtige Spiel. Weil da war es ja auch mit Zufallsbegegnungen und so. Diese Tür von vorhin. Von hier aus sollten wir sie öffnen können. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich verstehe. Es erleichtert uns den Rückweg. Nebenstory abgeschlossen. Aber ich glaube kaum, dass wenn ich jetzt hier lang laufe, dass da irgendwas ist in diesen Sackgassen. Huch! Hä? Hä? Ihr habt das doch auch gerade gesehen, oder? Da war so ein Floh. Lästig. Er hat mich trotzdem getroffen. Der kleine Sack. Kein Problem. Ah, lasst Aerith in Ruhe, komm. Es ist aus. Bis hier und nicht weiter. Es ist geschafft. Ich laufe den Weg jetzt nochmal kurz lang. Und wenn sich da irgendwas findet, melde ich mich. Wenn nicht, dann sehen wir uns da, wo wir quasi die Tür aufgemacht haben. Nope, hier ist einfach nix. So seltsam. Ja, vielleicht kommt, dass wir dadurch irgendwas triggern oder so, aber... Nee. Da verstehe ich auch nicht, warum wir überhaupt die Tür aufmachen sollten. Hier ist auch nichts. Das sieht so seltsam aus mit den ganzen Kisten und so. Irgendwann wird hier was passieren, aber ich weiß nicht wann. Und da eine sehr seltene Materie da ist... wird wahrscheinlich, das später, was sein, sehr viel später im Spiel ist. Das war's dann. Na gut. Ich frage mich, ob ihre Fähigkeit noch mal kosten. Ich glaube nicht. Weil sie hat Magie verloren. Als bin ich wieder hier hochgerannt. Ich bin ein Depp. Ey, kann man da hoch? Hä? Was zum Heck habe ich gemacht? Was hat das jetzt gebracht? Hä? Okay, dann gehen wir halt hier links hoch und gucken, was wir da gemacht haben. Vielleicht haben wir uns irgendwie doch geholfen. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe, was ich gemacht habe, ich verstehe aber nicht, warum. Mach ich jetzt die Tür von der anderen Seite für Aerith auf? Kann das sein? Ich find's aber cool, das Spiel ist ja ein Remake, aber trotzdem ist es anders, ganz anders.
schön. Sehr geschickt gelöst. Bitteschön. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Wie? Oh. Krieg ganz schön viel Gegengift. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Ich krieg 50 mal Gegengift, dann sagt sie, vertrau mir nicht. Richtung Bahnhof. Alles in Ordnung, Cloud? Ich will mich umsehen. Du bist auffällig. Tut mir leid. Und damit sind wir in der Stadt von Eris Heimat angekommen und hier werden wir nun eine Folge, vielleicht zwei, verbringen und ihr ein bisschen Gesellschaft leisten, ihre Stadt, den Sektor 5 kennenlernen und ziemlich unmännliche Sachen tun. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.